Alle Impfungen gegen Coronaviren sind in der klassischen Definition Totimpfstoffe. Ein Lebendimpfstoff ist ein abgeschwächtes, vermehrungsfähiges Impfvirus. Also zum Beispiel ein Impfmasernvirus, das macht nicht krank, aber es macht eine leichte Infektion, sodass es eine Immunantwort auslöst. Es vermehrt sich im Körper, aber man bekommt eben keine Masern. Das ist ein Lebendimpfstoff. Den gibt es für Mumps, Masern, Röteln. Das sind so die bekanntesten Lebendimpfstoffe. Alle anderen Covid-Impfstoffe, die wir haben, sind momentan Totimpfstoffe. Dazu gehört auch der neue Proteinimpfstoff Novavax, der kürzlich zugelassen worden ist. Dieser Impfstoff ist leider nur für Erwachsene ab 18 Jahren zugelassen.